Heute wurde die neue Plattform PlaySystem 3 von Wonny veröffentlicht. Wollen wir da irgendwas für programmieren? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gucken wir erstmal auf unsere Historie. Early Access DevTucon. Haha. The Sims Look at My Anus. Fantasy Origins für die PlaySystem 2 bekommt direkt eine Fortsetzung für die PlaySystem 3, würde ich jetzt sagen. Fortsetzung entwickeln. The Sims Look at My Anus. Okay, Fantasy Origins. Spiel Nummer 34. Ja, wir steigen echt ein bisschen später mit ein. Aber Fantasy Origins 2 geht bestimmt trotzdem klar. So, Great Gmay. Fantasy-Rollenspiel und dann auf the PlaySystem 3. Yes! Spielengine, Urinity 4. Was dann? Weiter. Entwicklungsschaden. Komm, can do. Boom, direkte Bug drin. What the hell? Mhm. Das ist Plus-Plus, das ist nur Plus. Und das ist eher nicht so. Alles klar, gut. Hier ist alles selektiert, finde ich hervorragend. Und weiter geht's. Los, codet, ihr armen Säcke. Do it! Wenn die letzte Position vielleicht auch noch besetzen. The Pilz. 11 Bucks! What the fuck? Starke Zielgruppe Kinder, nicht wirklich. Dialoge sind sehr wichtig. Level Design ist eher weniger wichtig, so. Und die KI ist halt auch ein bisschen wichtig, aber nicht so extrem. Okay, next. Ihr macht das schon, ne? Scheint, dass der Markt sich wieder normalisiert hat. Dann scheiß mal auf Kinder, ja. Bobbys. Bobbys. Yeah, yeah. Ich glaube, das wird hart viel. Okay, Graphics ist wichtig, Spielweltdesign ist wichtig. Ja. Sound auch. So, wer hat da 125%? Wer ist denn hierfür verantwortlich? Die Laguna, dem geht's gut. Allerdings, der Edwin ist total im Arsch. Dann nehmen wir doch stattdessen dich. 104% besser. Und da Alan raus und der Omar rein. Und dann passt das doch. Ja, Omar, machen wir hier noch ein bisschen weniger. Und okay. Gucken, ob Fantasy Origins was kann. I hope so. 100 Forschungspunkte. Ja, das klingt verdammt gut. Allerdings die Bugs auch, ey. Na komm. Can do. Jetzt müsst ihr nur noch die Bugs rausmachen, ey. Blub, 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 blub. Alter, das ist ein mega Rekord. Oh, shiz. Okay, war Design. PlaySystem 2 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Macht ja nichts. Oh, das sind auf jeden Fall neue Rekorde. So viel Zeit, wie wir da jetzt auch rein investiert haben. Fantasy Origins DOS. Veröffentlichen. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Arne Johnson, ist das der? Ugly piece of shit. Neue Forschung verfügbar. Orchestraler Soundtrack. Okay, let's... Nicht trainiere, ich würde gerne... Ah, es geht noch nicht. Jetzt. Die ersten Bewertungen für Fantasy Origins 2 sind da. Oho! 9, eins der besten. Wenn ich irgendwas in Game Dev Tycoon entwickeln kann, sind es Rollenspiele. Fantasy und Rollenspiel ist eine sehr gute Kombination. Eine herausragende Leistung. Gmay Hero. Okay. Und wirklich großartig. Nur Star Gmays hat uns natürlich wieder gefickt. What the hell? Gut, macht ja nichts. Spielbericht erstellen. Alright, wählen. Dann Forschung. Was haben wir denn hier? Multigenre, Körpersprache, Multiplattform, Surround Sound, orchestraler Soundtrack. Multiplattform ist fucking teuer. Und online. Oh, okay. Wait a minute. Moralische Entscheidung. Das ist so viel. Wir fangen hier unten an. Moralische Entscheidung. So, jetzt haben wir noch 40. Forschung. Können wir überhaupt noch irgendwas erforschen? Wahrscheinlich nicht. Außer natürlich neue Themen. Alternative Geschichte. Ja, das klingt auch gut. Forschung beginnen.
und ja, da will jemand einen Urlaub. Danach, du armer Sack. Ugly kann auch noch ein bisschen was forschen. Ugly piece of ass, Military, Forschung beginnen. Military Casual, Forschung beginnen. Was geht noch? Mythologie, auch great. God of War incoming. Und komm, einer geht noch. Neues Thema. Werwolf. Okay, hey. Swede. Sollte klappen. Heute hat Grapple, bekannt für seine Rolle in der frühen PC-Branche und neuerdings für seinen tragbaren Musikspieler, den Grpot, angekündigt, dass das Unternehmen in naher Zukunft ein neues leistungsstarkes Handy auf den Markt bringen wird. Das Handy hat einen Touchscreen und einen überraschend starken Prozessor. Der integrierte Grafikchip sollte es außerdem ermöglichen, Games auf dem Handy zu spielen. Da das Handy mit einer eigenen Vertriebsplattform für Applikationen auf den Markt kommt, könnte es ein großartiges Gerät für mobile Spiele werden. Mobile Gmaze. Das Grphone wird in den kommenden Monaten verfügbar sein. Who cares about Grphone? Das ist ja nur casual. Aber gut, könnte man natürlich machen. Uns erreicht es eben die Meldung, dass Fantasy Origins 2, welches von kurzem von Trash Maze veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Konkurrenten wurden dabei beobachtet, wie sie neidische Bemerkungen brummelten. Die alten Penisse. Kleiner Messestand, wir wollen ja nicht abheben, ja? Bling, 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 ab in den Urlaub, ab in den Urlaub, okay. Als ich anfing, Fantasy Origins 2 zu spielen, hatte ich keine Ahnung davon, was mich erwarten wird. Dieses Spiel erzählt nicht nur eine Geschichte, nein, es bezieht dich derart mit ein, dass du dich als Teil des Abenteuers fühlst. Andrash Gmaze, sorgt bitte für noch mehr Hits. Curtin Gillen von Gamers. Gmayers. Jesus, Jesus. Spielbericht, PlaySystem 2 wird nicht länger unterstützt. Wir werden Auftragsarbeit finden. Entwerfe ein Brettspiel. Brett. Vertrag annehmen. Do it. Schafft ihr das? Uns erreicht es eben die Meldung, dass Fantasy Origins, welches vor kurzem von Trash Gmaze veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 1 Million erzielt hat. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, würde es meinen Jargon lutschen. Okay. Die Begeisterung rund um das Spiel scheint kein Ende zu nehmen. Das will ich auch hoffen. Wir sind jung und brauchen the money. Noch. Noch sind wir jung und brauchen das Geld. Die G3 Games Messe. Gmaze Messe. Komm, komm zum Punkt. Show me. Ja, damit sind wir immer noch in den Top 100, oder? Mit der 500.000 da. Okay. Das hat nicht gereicht. Okay, Spielbericht. Sound scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. PlaySystem 2 wird nicht länger unterstützt. Wir haben 53,7 Millionen mit 5 Spielen auf dieser Plattform eingenommen. Und nicht um den Top 100. Oh doch, wir haben es auf Platz 99 geschafft. Auftrag erfolgreich. Danke, wir werden Geld überweisen. Uns geht es allerdings nicht ums Geld, sondern darum, mehr Forschungspunkte am Start zu haben, um Engines zu programmieren. Klar soweit. Damn, ist klar. Auftrag erfolgreich. Good, next. Ich ziehe erstmal alles ab, was hier Auftragsarbeit beinhaltet. Und dann weiß ich nicht, ob ich den Admin feuern muss. Aber es könnte gut sein. Good, auch. Auftragsarbeit. Mehr Auftragsarbeit. Spiel in der Grund. Boom. Oh Gott, geht doch mal in Urlaub, hä? Genau das, was wir wollten. Gut, dann ist ja schön. Wir werden Geld überweisen. Auftragsarbeit finden. Okay, das ist jetzt schon mal... Oh, das ist grenzwertig. Heute wurde die neue Plattform Grphone von Grapple veröffentlicht. Okay, die geht mal direkt an mir vorbei, weil... I don't care about Grapple Phones, Neeks WB. Datenbank aufräumen, habt ihr fein gemacht. Yo, 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 würde ich wieder einstellen. Alles klar, Urlaub. Urlaub. Und Urlaub. So, gibt's noch was zu tun hier? Nicht wirklich, ne? Aber das Spiel verkauft sich auch noch alles gut. Okay, so muss das. Alles klar, alle wieder da. Dann können wir neue Auftragsarbeit annehmen. Okay, Zwischensequenzen, das sieht übel aus. Let's try this. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Hauptsache, wir kriegen Forschungspunkte, der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, wir müssen noch jemanden einstellen. Fantasy Origins wurde vom Markt genommen. Es wurden 1 Million Einheiten verkauft und 22 Millionen Umsatz erzielt. Also 1,5 Millionen Einheiten verkauft. Oh, das wird eng. Das wird richtig eng. Come on. Oh, can do.
Ich bin Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde und habe ein Angebot für Sie. Der Energieverbrauch Ihres Unternehmens momentan hoch. Wenn Sie Solarkollektoren einsetzen würden, könnten Sie langfristig einiges an Energie und Geld einsparen. Sie würden einen 50-prozentigen Kostenzuschuss von uns erhalten. Damit beträgt Ihre Investition nur noch 200.000. Möchten Sie sie installieren? Of course. Großartig, es war eine kluge Entscheidung, die Solarkollektoren zu installieren. Smiley. Okay, Smiley und ist. Das würde nämlich bedeuten, ich werde wahrscheinlich auch weniger monatliche Kosten raushauen müssen. Schafft ihr es? Komm, ihr könnt es schaffen. Oh, so knapp. Haben wir es geschafft? Oh, gerade so. Alter. Okay, not bad. Jetzt können wir nochmal. Auftrags, Arbeit. Nee, komm, den schicken wir erst nochmal in Urlaub hier am Sack. Ab in Urlaub und Forschung. Dann gucken wir direkt mal. Multigenre ist natürlich eine harte Brocke. Wir machen interaktive Erzählung für unsere nächste Engine. Crash Maze hat kürzlich Solarkollektoren in den Bürogebäuden installiert. Obwohl die Videospiel- und Softwarebranche eine der saubersten Branchen weltweit ist, verbraucht sie sehr viel Strom. Deshalb kann das Installieren von Kollektoren wirklich Veränderung bringen. Yeah, you don't say. Du bist im Urlaub? Gut, Bobby, dann warten wir mal, bis das alles fertig ist. Ich denke, ich werde diese Position nochmal Base setzen, Suche starten. So, weil dann haben wir natürlich mehr Kapazitäten. Trevor Dennis. Jonathan Delgado. Jonathan hat mehr Design. Einstellen. Oh, Full House. Erreicht die maximale Anzahl an Mitarbeitern. Hello, Jonathan in the house. Gut, was ist los mit euch? Euch ist langweilig, ne? Gut, dann lassen wir ihn doch erstmal feuern. Forschung. Neues Thema. Kann er erstmal machen, damit er auch was zu tun hat. Leben. DCMs. Und wir machen was Neues. Und zwar Auftragsarbeit. There you go. Spieletest. Gib ihm. Bevor euch das Gesicht einschläft, weil euch langweilig ist, ne? Alles klar. Erfolgreich. Gut. Noch mehr Auftragsarbeit, um mehr Forschungspunkte freizuschalten. So. Ja, jetzt ist denen auch nicht mehr so langweilig. Finde ich gut. Datenbank aufräumen. Do it. Do it. Nicht schlecht. Leben fertiggestellt. Alright, alright, alright. Ah, das haben wir nicht geschafft. Naja, gut, okay, ist nicht schlimm. Neue Auftragsarbeit. Space Shuttle. Space Shuttle. Entwickel ein Teil der Kontrollsoftware für ein Space Shuttle. Okay. Come, can do. Das schaffen wir niemals. Niemals. Aber es gibt natürlich schön Punkte. Definitiv. Ja. Den war ich schon langweilig. Ne, im Leben schaffen wir das nicht. Never. Ne, keine Chance. Aber Forschungspunkte. Das wird teuer. Was kostet das Versagen hier? Auftrag gescheitert, 129.000. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Auftragsarbeit finden, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja komm, wir lassen den Edwin da. Wir wollen ihn nicht wegen seinem Aussehen irgendwie niedermachen. Auftrag erfolgreich, gut. Und Alter, wie viele Aufträge gibt es denn noch? Entwerfe ein Bread Gmay. Can do. Can do, damit wir die nächste neue Engine dann auch irgendwann mal raushauen können. Sehr bald, by the way. Nice. Auftrag erfolgreich. Immer noch Fantasy Origins, als ob das jetzt noch so viele Leute anlockt. I knew that. Wird Zeit für ein neues Game, ich weiß schon. Oh, 96, okay, cool. Dann, noch eine Auftragsarbeit haben wir noch. Programmfehler bereinigen. Mit dem Team kriegen wir das ja wohl locker gepeilt, ja. Okay, Auftrag erfolgreich, gut. Dann können wir ein bisschen Publisher-Verträge finden. Sci-Fi-Action fürs Griffon. Sci-Fi-Action fürs Griffon. Okay. Ja. Tap, tap, my ass. Großes Gmay. Macht keinen Sinn hier, ne? Nee, geht auch nicht. Das ist alles vorgegeben. Aber mit der Urinity für Tap Tap My Ass auf dem Griffon Sci-Fi Action. Okay, gut. Weiter. Yeah.
Dann bin ich einmal gespannt, was da hängen bleibt.